Er kannte René Weller gut. Uwe Hück, Ex-Porsche-Betriebsrat, ist selbst Pforzheimer. Mit René Weller hat er in den 80ern zusammen trainiert. Einer, der so ein Superstar, ein Held im Boxen war, noch zu erleben im Bett, das geht nicht. Und es war gut so, dass er jetzt gegangen ist mit Würde. Und ich wünsche Ihnen wirklich oben alles Gute. In den Straßen von René Wellers Heimatstadt ist der Boxer heute ebenso ein Thema. Es ist ein Name, gehört zu Pforzheim. Und René Weller, den verbinden wir schon sehr mit Pforzheim. Auch seine ganzen Auftritte, die Erfolge. Das geht einem natürlich immer nah, vor allem als Kampfsportler hat man da eine besondere Beziehung zu. Den Namen habe ich bisher leider noch nicht gehört. Und Sie kennen? Jawohl, ich kenne den ehemaligen Boxer René Weller, richtig. Ja, da gingen einige Kämpfe durch den Kopf, dann halt der Liebemann René Weller, wie er sich so gab als ja, Liebemann und guter Boxer. Und ja, ist auch in einige Schlagzeilen geraten. Auch Boxpromoter Rainer Gottwald aus der Nähe von Karlsruhe geht der Tod von René Weller nah. Als Gottwald Ende der 80er Jahre im Boxgeschäft anfing, war die größte Zeit von René Weller schon vorbei. Dennoch waren sie eng verbunden. René Weller war wirklich alles in allem der schöne René, eine Legende. Und als solches soll man ihn auch auf Hände tragen und gucken, dass er bekannt bleibt, nicht vergessen wird. Für Rainer Gottwald und viele andere wird René Weller immer in Erinnerung bleiben.